Hallo und herzlich willkommen bei Bleibfit TV, deinem Magazin für Gesundheit, Fitness und Ernährung. Heute klärt uns Katrin über Fette auf, gesunde und nicht so gesunde Fette und passend dazu haben wir Übungen von Ludwig für den Bauch. Viel Spaß! So, auf los geht's los! Erika, heute trainieren wir den Bauch. So, jetzt legen wir die Hände auf die Seite, bitte. Genau. Knie anziehen, Zehenspitzen anziehen. Wichtig ist, dass die Schultern unten bleiben. So, jetzt die Knie auf die Seite. Und langsam wieder retour. So, das machen wir so 10 bis 12 Mal. Und 3 Sätze. So, die nächste Übung. Beide Knie wieder anziehen. So, eines ausstrecken. Ein bisschen weiter runter. Anziehen und das nächste ausstrecken. Einatmen. Und ausatmen, nicht vergessen. Machen wir auch wieder so 10 bis 12 Wiederholungen. Gut, für die nächste Übung setzen wir uns auf, stützen uns hinten ab, Füße wieder beckenbreit. So, und jetzt heben wir den Popsch hoch. Also hoch, noch weiter hoch. Popobacken anspannen, lockern und wieder hoch. Und ausatmen bei der Anstrengung und einatmen, nicht vergessen. Sehr gut. Und stopp. Hallo zum Ernährungsteil von Bleibfit TV. Heute geht es um Fette. Im Sport wird über Fette nicht sehr viel gesprochen, da die Kohlenhydrate und die Proteine mehr zur Diskussion stehen. Fette zählen ebenso zu den Makronährstoffen und liefern dem Körper Energie. Diese Energie kann unbegrenzt gespeichert werden, im Gegensatz zu den Kohlenhydraten, die ja einen begrenzten Speicher aufweisen. Die Tagesenergiemenge, die wir aufnehmen, sollte zu 30% aus Fett kommen. Fette sind Geschmacksträger in verschiedenen Lebensmitteln, sie liefern aber auch Vitamine und Mineralstoffe. Fette dienen dem Körper als Schutzstoff und sind Grundbaustein vieler Hormone. Es ist wichtig, welche Art von Fette wir zuführen. Wir können unterscheiden zwischen pflanzlichen und tierischen Fetten. Jedoch können wir auch unterscheiden zwischen gesättigten Fettsäuren, ungesättigten Fettsäuren und da zwischen einfach ungesättigten Fettsäuren oder mehrfach ungesättigten Fettsäuren. Bei den gesättigten Fettsäuren handelt es sich um Butter oder Käse. Bei den ungesättigten Fettsäuren, die finden wir in den Pflanzenölen oder Nüssen. Ein regelmäßiges Ausdauertraining erhöht die Fähigkeit der Muskulatur, auch Energie aus den Fettreserven zu nehmen. Das ist besonders von Vorteil beim Gewichtsmanagement, aber auch beim Ausdauersport über längere Distanzen. Im Fettstoffwechseltraining ist es wichtig, öfters und länger im aeroben Bereich zu trainieren. Der österreichische Ernährungsbericht zeigt, dass wir zu viele Fette aufnehmen. Die Challenge der Woche ist es also, auf versteckte Fette in Lebensmitteln zu achten. In der nächsten Folge geht es dann um Mikronährstoffe. Schön, dass ihr euch heute wieder eingeschaltet habt zu Bleibfit TV. Ihr findet uns auf unserer Homepage www.bleib-fit.tv, auf YouTube und auf Facebook. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, Baba.